Wir möchten ein finales Lied für euch spielen. Bevor ihr hoffentlich noch wahnsinnig viel Spaß mit den Toten Hosen haben werdet. Aber das folgende Stück ist für den weiteren Verlauf des heutigen Abends eventuell doch relevant. Es heißt Hauch mich mal an. Der Wind treibt Blätter vor sich her und seine Worte an mein Ohr. Und er steht schon länger hier und trägt vorbei eilenden vor. Was die da oben sich erlauben, was sich im Verborgenen tut. Man lässt den Steuerzahler glauben, der Fortschritt tut uns gut. Deutschland ist eine Firma und Impfen ist tabu. Merkel ist kein Mensch, weiß er von Xavier Naidoo. Ich stand zwischen all den anderen und lauschte. Er war gut darin, Passanten anzuziehen. Nach 10 Minuten Predigt eine Pause. Da stellte ich mich sehr dicht vor ihn hin und sagte, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. Ich wäre wirklich überrascht, hättest du nicht vom Schnaps genascht. Ich riech es bis hierher. Du stinkst nach Haschisch und Likör. Der Regen schlägt ans Fenster und sieh mir ins Gesicht. Sie saß hier wohl schon länger und sie wartete auf mich. Doch ich kam ja zu spät und sieh deshalb zum Entschluss, dass wenn ich heute gehe, es für immer sein muss. Die Sachen schon gepackt, da vorne ist die Tür. Bevor du sie gleich zuziehst, lass deine Schlüssel hier. Ich stand aufgelöst im Hausflur und ich lauschte. Sie hatte sich schon immer gut gestritten. Nach 10 Minuten Heulkrampf eine Pause. Da legte ich ihr den Finger auf die Lippen und sagte, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. So wie du hier gerade zitterst, merkt man, dass du einen Tee hast. Ich riech es wie noch nie. Du stinkst nach Gras und Rangerie. Du stinkst nach Gras und Rangerie. Die Welt dreht sich um mich, nur der Schlüssel nicht im Schloss. Ich wundere mich kurz, da brennt noch Licht im Erdgeschoss. Dann ist da schon ein Schatten und schon öffnet sich die Tür. Nachts 2:30 in Deutschland und Mama steht vor mir. In dieser Situation greift meine Superfähigkeit. Die gute Nacht zu Mama sagen, bin ich nüchtern halt. Gut artikuliert und ohne Stottern vorgebracht. Sie fragt, wo kommst du her? Und ich sag, trotzdem riecht sie Lunte, in ihren Augen blitzt der Zorn. Mir bleibt kein anderer Ausweg, nur die Flucht nach vorn. Ich sage, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. Du denkst wohl, das macht nix, dass du so spät noch wach bist. Ich riech es doch bis hier. Ich glaub, die Fahne kommt von mir. Vielen Dank, Herr Schwegel. Ihr wart wundervoll. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren, Thomas Kennel. Thomas Meyer. Wir waren, sind und bleiben das Lumpenpack.